Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute würde ich gerne dieses Stempelset zum einen testen, ob es überhaupt funktioniert, ob es einziehen darf. Und es wird eigentlich tatsächlich auch der Beginn von einem Herbstalbum vielleicht. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo es auf jeden Fall hinführt. Das ist aber der Anfang von allem. Wir schauen einfach, wie das Ganze sich entwickelt. Ich habe alle meine Herbstsachen, also die sehr herbstlich sind, schon mal rausgesucht. Das habe ich hier so ein bisschen um mich herum verteilt. Aber beginnen möchte ich tatsächlich erstmal mit dem Stempelset. Wir müssen ja irgendwo einen Anfang setzen. Und da ich das neu habe und ich wirklich sehr, sehr gespannt bin und dieses Eichhörnchen so niedlich ist, dachte ich mir, starten wir doch damit. Das heißt, wir packen es jetzt erstmal aus. Das brauche ich nicht mehr. Und das Ganze sieht so aus. Es sind halt ganz normale Silikonstempel. Das ist jetzt nichts Neues. Ich habe mir auch schon eine Tüte hierher gelegt. Ich packe ja meine Stempel immer dann nochmal, also separiert in so Hüllen rein. Die kann ich euch unten gerne einfach mal verlinken. Weil dann kann ich auch alle Sachen, die ich damit gebastelt habe, ausgeschnitten habe, die packe ich auch immer sofort dann hier mit rein. Dann habe ich immer alles zusammen. Ich finde das einfach praktischer. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten mit dem Stempeln. Moment, also noch nicht sofort, ne? Kleinen Moment. Wir brauchen erstmal meine Stempelhilfe. Und ich möchte direkt mit dem Eichhörnchen anfangen. So. So machen wir das. Hier so. Hier darf das Eichhörnchen hin. Das greife ich mir einmal, das Eichhörnchen. So. Gut. Ich würde sagen, wir fangen mal, also ich habe mir hier einmal das Zuckerrohrpapier hingelegt. Ob wir das nutzen, weiß ich noch nicht. Aber ganz normales weißes Papier auf jeden Fall. Wir müssen ja mal schauen, wie es aussieht. Und auf weißem Papier, finde ich, kommt das immer sehr genau. Okay, wir haben das hier einmal drauf. Jetzt überlege ich, machen wir das mit Memento-Sand? Memento Schwarz, Distress Vintage Foto. Ich meine, das muss ja so ein bisschen herbstlich werden. Stayson habe ich hier auch liegen, aber das brauche ich gleich beim Aquarellpapier. Komm, wir probieren einfach mal jede Farbe aus und dann gucken wir mal, welche für das Eichhörnchen ganz cool ist. So, ich färbe das Ganze einmal ein. Ich habe hier so Schmierpapier. So, dann einmal. Ja, das könnte schon ganz cool werden, ne? Das könnte schon ganz cool werden. Wir gucken mal. So. Und dann habe ich ja hier meinen kleinen. So, wie siehst du aus? Och, goldig. Guckt euch das an. Och, herzallerliebst. Herzallerliebst. Ich gehe nochmal drüber. Gucken wir mal, inwieweit das dann anders rüberkommt, das Eichhörnchen. Och, goldig. Ich habe mich verliebt ins Eichhörnchen. Das kann ich schon mal sagen. So. Ja, das sieht doch schön aus, oder? Doch, das sieht sehr hübsch aus. Wir stempeln das jetzt hier nochmal ein bisschen ab, sodass die Farbe von dem Stempel runterkommt. Ich finde das sehr, sehr niedlich. Ich hole euch nachher natürlich einmal näher für alles. Aber das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ich würde das Ganze gerne auch einmal auf diesem Papier ausprobieren. Ansonsten habe ich auch noch mal anders farbiges Papier. Zeige ich euch gleich auch natürlich einmal. So. Ich glaube, auf dem Papier, das ist nicht so für Herbst. Aber ich möchte es trotzdem einmal gerne ausprobieren. Vielleicht täusche ich mich ja auch. Weiß ich ja nicht. So. Könnte man machen. Könnte man. Aber ich glaube nicht, dass es was ist. Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube nicht. Es ist schon sehr niedlich. Aber nein. Also mit dem Papier würde ich das nicht machen. Es sieht cool aus. Absolut. Es hat was Eigenes. Sieht aber fast aus wie ein Häschen. Ne? Also wenn man so den Buschelschwanz da... Okay, wir lassen das... Was anderes kann ich mir damit vorstellen und der Farbgebung, aber nicht so. Gut, wir gucken mal.
Aquarellpapier brauche ich gleich, das machen wir noch nicht. Und zwar habe ich, das ist von Fallkarten, da gab es mal so ein, ja, hat es einen Namen, Herbstfreundschaft heißt das Set. Und da dachte ich mir, dieser Gelbton hier, dieses Senfgelb, das finde ich nicht schlecht. Können wir diesen Braunton hier noch nehmen oder den Grünton? Wir bleiben mal bei einer Farbe erstmal. Und ansonsten hätte ich hier auch noch ein Set mit unterschiedlichen Tönen. Aber wir gucken mal. Wir schauen mal. Ich möchte erstmal eins ausprobieren. Alles auf einmal geht ja nun mal nicht, ne? Manchmal wirkt es nämlich sehr schön, wenn man die Stempel auch auf andersfarbigem Papier aufgibt oder so, ohne dass man sie dann ausmalt. Das ist zum Beispiel auch dann immer noch mal eine schöne Alternative. So, wir gucken einfach mal. Aufgeben das Eichhörnchen. Wie gesagt, wir stempeln das gleich auch noch mal mit schwarzer Stempelfarbe. Okay, das hat Struktur, das Papier. Ich glaube, das wird nichts. Ich finde es aber auch von der Farbgebung nicht schön, muss ich auch ehrlich sagen. Ein bisschen mehr Druck drauf. Ja, es ist da, das Eichhörnchen, aber ich würde es nicht machen. Ich würde, vielleicht doch. Das liegt am Eichhörnchen. Okay, so. Ich würde jetzt sagen, beim Stempeln zuschauen, ist jetzt vielleicht nicht so interessant, aber was ich mache, ich lasse euch das jetzt in einer Timelapse laufen, dass ihr dann einmal zuschauen könnt, wenn ihr möchtet. Und wenn ich dann fertig bin mit Stempeln, zeige ich euch das ganze Ergebnis erst einmal, vom Nahen natürlich, dann sehen wir das ein bisschen besser. Ich werde jetzt so ein paar Sachen abstempeln, damit wir einfach ein bisschen was haben, womit wir dann arbeiten können. Und dann hören wir uns gleich wieder.
Also, ich bin jetzt erstmal fertig mit Stempeln und ich habe meine Stempel erstmal sauber gemacht. Hier ist die Folie. Und ich muss sagen, sie dürfen definitiv einziehen. Ich finde sie sehr, sehr schön. Also, ja, kann ich nur empfehlen, wer die sieht, greift zu bei dem Preis. Ich glaube, 1,55 war es. Macht man definitiv nichts falsch. Mit einer Stempelhilfe ist das eine super Sache. Ich muss sagen, tatsächlich die Pilzstempel, die stempeln sich sehr gut ab bei mir. Die Nuff ist nicht ganz so schön. Also da könnte die könnte ein bisschen besser sein, die Nuff. Aber ansonsten, ja, Nuss heißt das. Ich weiß, bevor da irgendwas kommt. Ich sag das nur so. Okay. Ja, das hier ist Aquarellpapier, das behandeln wir separiert. Das ist normales weißes Papier. Ich hatte ja gesagt, eventuell probieren wir das ja hier drauf aus, aber ich muss sagen, nee, das Eichhörnchen ist sehr niedlich, aber das ist nicht das, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das hier finde ich nicht schlecht, muss ich tatsächlich sagen, aber ist auch nicht genau das, was ich mir gewünscht habe, sage ich das mal so. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich hole euch einmal näher. So, da habe ich euch und jetzt zeige ich euch das einfach mal. Hier habe ich einfach nur das Ganze einmal auf schwarz-weiß gestempelt. Dann haben wir dieses Desert Sand von Memento habe ich hier einmal. Das finde ich sehr schön. Hier unten ist Vintage Photo. Dann habe ich die Nüffe nochmal. Auch in allen drei Farben diesmal. Und dann nochmal hier unten alles in Vintage Photo. Dann haben wir das Eichhörnchen. Ich finde, ein großer Akteur in diesem Stempelset. So. Und natürlich das Ganze nochmal in der Stempelfarbe Distress Ink Vintage Photo. Oh, jetzt natürlich die Frage, was mache ich damit? Ja, also, die hier werde ich jetzt ausschneiden. Ausschneiden bedeutet bei mir nicht, dass ich sie jetzt haargenau ausschneide. Ist eigentlich wurscht, was wir jetzt als erstes nehmen. Also, ich schnibbel mir das hier mal ab. Ich schneide jetzt nicht alles mit euch gemeinsam aus, aber ich bin gebeten worden, immer so ein kleines Beispiel, wenn dann mitzugeben, dann mache ich das doch auch. So, was ich als allererstes mache, ist mir ein kleines Häufchen mit den einzelnen Bildchen. Das bedeutet, ich schnibbel mir jetzt gleich erstmal alles so zurecht. Ich mache das mal mit den 6 Stück hier. So mache ich das. Und dann habe ich das hier liegen und dann fange ich damit an. So, das bedeutet, ich lasse immer einen kleinen weißen Rand. Der ist jetzt nicht perfekt oder so, aber es ist wichtig, nicht die Schere zu bewegen, sondern das Papier zu bewegen. Also bei der Schere nur runterdrücken halt, mehr nicht. Ist ein bisschen schwierig reden und schneiden, das muss ich auch zugeben. So, ja, und dann schnibbelt man das einfach nur rumrum aus. Ich weiß, es ist einfacher gesagt als wie getan. Es ist auch natürlich so eine kleine Übungssache am Ende. Aber nach einer Weile, verspreche ich euch, wird das was und dann ist das auch kein Thema mehr. Aber wie gesagt, ich kann dabei auch nicht stundenlang quatschen oder so. Ja, da haben wir das gute Stück. Und wie wir das jetzt am Ende, ja, was wir damit noch machen werden, das wird sich einfach zeigen. Ne? Wir gucken mal, wie es wird. Wahrscheinlich distressen wir das Ganze noch, vielleicht auch mit Walnussfarbe diesmal. Also Distress Ink Walnussfarben. Ich gucke mal, ich schaue einfach mal. Wir machen noch mal die Blätter vielleicht zusammen. Dann habt ihr das auch noch mal gesehen. Auch hier, ich gehe da einfach nur so entlang, wie ich das Papier halt halte. Nicht, wie ich die Schere halte. Das ist tatsächlich wichtig. So. Und ihr müsst das nicht exakt machen, wie das Blatt da jetzt aussieht, sondern ihr könnt einfach die Rundung da nehmen auch. So. Und so. Und dann haben wir das auch.
Ich finde das Ergebnis immer sehr schön. Ja gut, ich werde das jetzt ausschnibbeln. Ich schmeiße mir ein Hörbuch an. Ich mache euch unten wieder rein, was für ein Hörbuch ich dabei höre, falls das jemand wissen möchte. Und dann würde ich sagen, wenn alles ausgeschnibbelt ist, dann hören wir uns wieder. Gut, meine Lieben, wie ihr seht, war ich fleißig. Ich habe alles ausgeschnibbelt. Und hier ist noch das auf Aquarellpapier, was wir gestempelt haben. Das schnibbel ich allerdings noch nicht aus, weil ich das natürlich ein bisschen von der Farbe her anpassen möchte. Und ich möchte auch noch was anderes machen. Das können wir dann in einem anderen Video gemeinsam machen. Deswegen habe ich die noch nicht ausgeschnitten. Aber alle anderen habe ich ausgeschnitten. Ich hole euch einfach mal nah dafür. So, dann seht ihr das nämlich auch einmal vom Nahen alles so ein bisschen. Und ich muss tatsächlich sagen, von der Farbgebung her finde ich tatsächlich diese braunen Töne, also dieses Vintage-Foto und der Satz, Desert Sand, Desert Storm, Storm wahrscheinlich nicht, Desert Sand, eigentlich tatsächlich am schönsten. Die Schwarz-Weiß-Nummer für dieses Stempelset fühle ich nicht ganz so. Also wie gesagt, diese Farbgebung und auch diese hier, haben wir dann nochmal ein anderes Beispiel. Moment, ich wühle hier gerade mal rum, hier habe ich das Eichhörnchen davon, das ist jetzt nicht ganz so gut. Hier haben wir noch eine Nuff dazu. Also das finde ich eigentlich ganz schön von den Farbgebungen her. Das muss ich tatsächlich sagen. Ich habe hier auch das nochmal, was ich auf Zuckerrohrpapier gestempelt habe, das Eichhörnchen auch nochmal ausgeschnitten. Einfach mal zu schauen. Ich mache euch erstmal wieder groß. Einfach auch, um zu schauen, wie das Ganze wirkt. Es wirkt tatsächlich mit anderer Farbe, mit anderem Papier, immer wieder komplett anders, der Stempel. Deswegen probiert das ruhig immer so ein bisschen aus und schaut, was gefällt euch, was könnt ihr euch vorstellen. Weil, ich hole mal zwei Beispielblöcke. Die beiden gab es hier im Teddy. Und ich muss sagen, wenn man da jetzt einfach mal das so da drauf legt, na, dann halt, also so, finde ich die Brauntöne tatsächlich am schönsten. Die passen fast überall. Und bei den Schwarz, da sehe ich das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Da müssen wir tatsächlich schauen, wie wir das dann umsetzen oder ob ich das überhaupt umgesetzt bekomme. Ich möchte das mit dem Block machen wahrscheinlich und mit dem Block so ein bisschen, so als Ergänzung, also zu, jetzt habe ich aber einen Frosch im Hals, so zur Ergänzung zu diesen Herbstblöcken ist der hier so ein bisschen, der hat halt schöne herbstliche Farben. Ich habe auch noch, das möchte ich auch noch einmal zeigen, hier zwei andere Blöcke liegen und zwar einmal von Card Bella und dieser Warm and Cozy Block, den gab es mal im Action, bin ich der Meinung. Ich weiß es nicht. Da habe ich auch schon ein paar Sachen rausgenommen. Wie gesagt, ich habe das ja immer in den Hüllen, damit ich das immer alles zusammen habe. Hier sind auch noch ein paar Sticker drin. Ich glaube, an dem war ich noch nicht dran. Oder wenn, dann sind die Seiten leer gewesen. Das weiß ich jetzt leider nicht. Aber diese, ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, die Grundlage. Entweder der oder der, da gucken wir einfach mal und die anderen sollen da einfach so ein bisschen zuarbeiten. Aber ob das so funktioniert, wir gucken einfach, ne? Ich habe, wie gesagt, das alles einmal rausgesucht, was ich jetzt erstmal so am Papier da habe. Das ist nicht ganz so viel. Ich habe ja auch noch diese einfarbigen Papiere. Da wird sich schon was ergeben, würde ich sagen. Und ansonsten machen wir uns einfach selber Papier. Das ist ja gar kein Thema. Papier, das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, die wir haben mit der Jelly Plate, so wie wir das in einem Album gemacht haben, in diesem, in Anführungszeichen, Junk Journal. Und das war ja auch sehr schön und das ist dann halt einfach sehr individuell beziehungsweise auch sehr anpassbar von den Farbgebungen her. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Das Stempelset darf in jedem Fall einziehen, bedeutet diese Stempelabdrücke, das ist so, ich zeige euch das jetzt einmal, die kommen jetzt alle hier mit rein, beziehungsweise die werde ich mir wahrscheinlich auch dann alle wieder rausholen, aber erstmal packe ich sie hier mit bei, weil ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob alle einziehen werden, der Rest würde dann hier drinnen bleiben in der Packung. Wir kümmern uns aber jetzt erstmal darum und um auch ein, in Anführungszeichen, Hintergrundpapier, wo wir was mitmachen werden. Gucken wir mal, wann das kommt, das Video. Aber eins nach dem anderen, alles auf einmal geht einfach nicht. So, okay, an der Stelle würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis morgen.